Wir brauchen aber keine Entweder-oder-Politik, sondern eine Sowohl-als-auch-Politik. Das war Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag vor der Bundespressekonferenz, als die drei Ampelmännchen von ihrem neuen Haushaltskompromiss schwärmten. Aber hier sollen weniger die aktuellen Textbausteine des Bundeskanzlers gewürdigt werden, sondern eher das interessante Verhältnis von Bundesfinanzminister Christian Lindner zu Haushaltslücken. Glaubt man diesem Auftritt, so ist den Ampelmännchen am Ende der ersten Juliwoche ein Wunder gelungen. Es hat aber auch lange genug gedauert. Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir uns 23 Mal im Kanzleramt in dieser Runde getroffen. Wir haben zu dritt mindestens 80 Stunden, habe ich gezählt, zusammen verbracht. Dazu kam eine dreistellige Stundenzahl, die leitende Mitarbeiter miteinander intensiv beraten haben. Am Ende haben wir einen Haushalt und eine Wachstumsinitiative vorgelegt, die unser Land weiterbringen können. Und jetzt bin ich froh, dass es uns gelungen ist, einen Haushalt aufzustellen, der die richtigen Antworten gibt auf die Fragen unserer Zeit. Und in dem alle drei Koalitionspartner sich und die Projekte wiederfinden, die ihnen aus guten Gründen ganz besonders wichtig sind. Das ist das Wunderbare. Alle Koalitionspartner dürfen weiter teure Steckenpferde reiten, obwohl kaum in größerem Umfang gespart werden muss. Nur bei der Bundeswehr wird deutlich weniger ausgegeben, als es sich der zuständige Minister wünscht. Ja, für dieses Jahr müssen doch zusätzliche Milliarden in einem Nachtragshaushalt beschafft werden, aber dann wird alles gut. Und die Schuldenbremse soll immer eingehalten werden. Wenn der Kanzler sagt, der Haushalt werde die richtigen Antworten auf die Fragen unserer Zeit geben, dann sind wir doch mal gespannt auf die Antwort des Finanzministers auf die Frage, wie das denn geht. Vor der Einigung war ja immer die Rede von einem Sparhaushalt, in dem bis zu 50 Milliarden Euro fehlen könnten. Jetzt haben Sie eine Reihe von Maßnahmen präsentiert, die eigentlich noch mal mehr Geld obendrauf kosten. Deswegen würde mich schon noch mal konkreter interessieren, wie Sie die Haushaltslücke geschlossen haben. Also erstens, wie hoch war die Haushaltslücke am Ende, die Sie schließen mussten? Was sind die größten Posten? Haben Sie wirklich an irgendeiner Stelle irgendwo konkret gespart bei irgendeiner Ausgabe? Und wie stellen Sie die 80 Milliarden Euro in der Finanzplanung für die Verteidigung dar? Ist denn da ein großer Merkposten oder wie muss man sich das vorstellen? Vielen Dank. Herr Greive, Sie haben jetzt die spekulativ in den Medien kursierende Zahl der Haushaltslücke noch einmal dargetan. Aber Sie wissen, die Bundesregierung selbst hat nie amtlich eine Lücke ausgewiesen, außer der gut 8 Milliarden Euro Handlungsbedarf, die sich aus dem Finanzplan ergeben hatten. Und deshalb kann man auch gar nicht sagen, wie groß die Lücke war. Wie bitte? Der Finanzminister kann nicht sagen, wie groß die Lücke war, die die drei Ampelmännchen jetzt geschlossen haben? Gibt's die Lücke denn nun noch oder ist sie weg? Wir haben jetzt den Ausgleich geschafft. Und wesentlich dazu war, dass die Ressorts sich an die Vorgabe gehalten haben, im Finanzplan anzumelden. Das ist erfolgt und darüber hinaus haben wir, wie ich ja eingangs sagte, sehr genau die Veranschlagungen, die wir bei den unterschiedlichen Positionen hatten, angesehen. Wir setzen auf wirtschaftliches Wachstum. Heißt das jetzt, der Minister rechnet fest damit, dass es ein Wirtschaftswachstum geben wird, das ihn dann aus der Finanzklemme befreit? Doch halt, auf diese Frage kommt die derzeitige politische Führung Deutschlands noch zurück. Erst war ja noch die Frage nach der Lücke offen. Und dann noch eine kurze Nachfrage zur Lücke. Als Sie sich zusammengesetzt haben und Sie die Finanzplanung ja als Maßgabe gemacht haben für 2025, hatten Sie ja einen Betrag, den Sie maximal ausgeben wollten. Da muss man doch irgendeine Art von Lücke gehabt haben. Eine bitte was? Eine Lücke. Nur die 8 Milliarden waren die Lücke? Nee, wir hatten weitere Aufgaben. Auf der Suche nach der Lücke. Schön, dass die Öffentlichkeit immerhin ganz transparent an der guten Laune des Ministers teilhaben darf. Kommen wir zu der Frage, inwieweit ein künftiges Wirtschaftswachstum in den neuen Haushalt eingepreist ist. Ein Journalist fragte Lindner danach, mit wie viel zusätzlichen Einnahmen gerechnet wird und auch mit wie viel eingesparten Ausgaben, wenn beispielsweise dadurch auch viele heutige Bürgergeldempfänger erwerbstätig werden. Was die Frage angeht, Einsparungen und Konjunktureffekt aus den Arbeitsmaßnahmen im Einzelnen hat das BMWK geprüft. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier schon im Einzelnen darstellen kann. Ist eine etwas sehr detaillierte Frage. Naja, so Größenordnung.
Aber die Ergebnisse der Prüfung sind immer eingerechnet in die Zahlen, die wir zugrunde gelegt haben. Also Sie können jetzt nicht sagen, wie viele Milliarden da zu Buche schlagen an Entlastung. Durch Konjunktureffekte und der Wachstumsinitiative und durch die Restriktionen beim Bürgergeld. Wie viel Geld mehr eingenommen wird, ist die Frage? Nein, wie viel Geld mehr eingenommen wird durch Wachstum, wie viel Geld weniger ausgegeben wird für Bürgergeld? Durch Wachstum grob, Christian, 5 Milliarden mehr. Die Differenz zwischen den steuerlichen Ausfällen durch Investitionsquoten und beim Bürgergeld. Wir rechnen damit, dass ungefähr 100.000 Menschen aus dem SGB-II-Bezug in den Arbeitsmarkt gehen. Und dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie sie im SGB-II verankert sind, also welche Leistungen sie bekommen. Aber da ist doch nochmal eine deutliche dreistellige Reduktion des Leistungsaufkommens zu erwarten. Das wird bei der Veranschlagung berücksichtigt. Also beim BMAS einerseits und andererseits bei den Steuereinnahmen. Aber Sie fragen jetzt nach Zahlen und Details, die in der Regel bei der Vorstellung des Haushalts bei Kabinettsbeschluss dargestellt werden. Dann sind nämlich alle Zahlen und Unterlagen auch entsprechend qualitätsgesichert da. Also klein bisschen Geduld. Wir sehen uns ja bald wieder. Die Zahlen sind nicht qualitätsgesichert genug, um sie der Öffentlichkeit preiszugeben, aber reichten aus, um den besten Haushaltskompromiss aller Zeiten auszuhandeln? Hätten die Ampelmännchen mit ihrer Pressekonferenz dann nicht besser warten sollen, bis die richtigen Zahlen dem Kabinett vorgestellt werden? Vielleicht würde sich der Finanzminister dann besser in den Haushaltslücken auskennen. Herr Lindner, ich versuche es auch bei Ihnen nochmal, wenn man sich die Infrastruktur anguckt, jetzt gerade bei der Euro mit der Deutschen Bahn, wenn man sich den Wohnungsmarkt anguckt in ganz Deutschland, dann sind wir überhaupt kein Vorbild mehr. Ich frage mich, ob wir in 12 Tagen Überraschungen erleben werden über Lücken, die Sie jetzt vielleicht nicht nennen und Löcher, die man stopfen will, aber nicht kann. Müssen wir uns gedulden 12 Tage lang, damit wir vielleicht eine grobe Zahl, die heute auch schon gefragt wurde, erfahren über Lücken, und wie diese Lücken geschlossen werden? Welche meinen Sie? Haushaltslücke? Ja, wir Ausgaben? Ja, wir legen ja einen Haushalt dann am 17. vor und der Haushalt wird dann ja ausgeglichen sein. Also ohne Lücke sozusagen. Wie hoch ist die Lücke? Das war ja unser Bemühen, dass wir jetzt die Voraussetzungen politisch dafür geschaffen haben, in einer nicht ganz einfachen Operation. Ich habe gesagt, Neuvergewisserung der Grundlage des gemeinsamen Handelns. Das war ja nicht eine normale Haushaltsaufstellung, sondern das gestaltet sich gelegentlich komplizierter. Deshalb ist ja der Bundeskanzler und sein Stellvertreter mit hier vorne und nicht nur ich. Es ist eben mehr als nur Haushaltsaufstellung. Es ist Vermessung der Spielräume einer Koalition. Und der Mühe haben wir uns unterzogen. Und jetzt geht es handwerklich weiter. So, jetzt geht's also handwerklich weiter, nachdem die Ampelmännchen sich offenbar intensiver mit der Neuvergewisserung gemeinsamen Handelns und der Vermessung der Spielräume einer Koalition als mit den bösen Zahlen beschäftigt haben. Aber was soll ich jetzt noch weiter versuchen, diesen Auftritt zu kommentieren, wenn die Originalregierungssatire einfach alles sagt? Das letzte Wort dieses Beitrags hat deshalb der Bundeskanzler. Wenn man sich jetzt 23 Mal getroffen hat und 80 Stunden miteinander verbracht hat und am Ende ist eigentlich das, was schmerzhaft für die andere Seite gewesen wäre, also Schulden verändern oder Sozialkürzungen machen, gar nicht passiert, sondern es ist eigentlich eine weitgehend technische Lösung rausgekommen. Hätte man das nicht schneller machen können? Es ist so ein gelungenes Kunstwerk, dass wir auch schon ein bisschen Zeit darauf verwenden wollten.